Hallo, dir eine wundervolle Winterzeit. In meinem Bastelvideo zeige ich dir heute diesen ganz großen beleuchteten Stern aus Butterbrotpapier. Das Material ohne Lichterkette kommt vielleicht auf 60 bis 70 Cent höchstens. Es geht ganz einfach, du brauchst nur eine große Rolle. 16 Meter Rollen gibt es da Butterbrotpapier für 69 Cent. Bis 89 Cent aus dem Drogeriemarkt am besten, ein bisschen Kleber, ein bisschen Zeit, noch eine leere Verpackung, aber alles zeige ich dir ganz genau und dann hoffe ich, du hast Spaß daran und möchtest sehen, wie einfach dieser beleuchtete Stern geht. Ich zeige ihn dir auch noch mal im Dunkeln. So. Und ist das nicht schön stimmungsvoll und wirklich für nur ein paar Cent? Und dann würde ich sagen, jetzt legen wir los und basteln diesen ganz einfachen, einfach beleuchteten Stern. Wir brauchen jetzt für unseren beleuchteten Stern, unsere Wanddeko, Butterbrotpapier in der Rolle. Die Rolle hat 16 Meter, die habe ich im Drogeriemarkt gekauft und kostet zwischen 69 und 89 Cent. Gut ist es, wenn ihr die auch in Feuchträumen aufhängen wollt, wie jetzt zum Beispiel überdachten Vorbau vor der Haustür oder so, wenn da drauf steht, dass es fettbeständig ist. So, ich nehme dann den Zollstock, lege mir den auf den Tisch und dann brauchen wir 1,80 Meter davon. 1,80 Meter, was wir dann gerade abschneiden. Also 1,80 Meter gerade abschneiden. Am besten macht ihr euch erst einen Knick und dann schneidet ihr ab. Der erste Knick, den wir dann machen, nachdem wir es abgeschnitten haben, ist 2 cm breit. Legen wir dann auch einen Zollstock und ein Lineal hin und dann knicken wir den ersten Knick genau 2 cm breit. Und dann müssen wir die ganze Länge einmal hinten, einmal vorne in 2 cm breiten Streifen knicken. Schön ausstreichen, das ist wichtig, dass es gut ausgestrichen ist. Aber wenn wir dann alles geknickt haben, streichen wir es dann auch nochmal gut aus, damit das wirklich toll hält. Einmal hinten, einmal vorne, einmal hinten, einmal vorne. Das ist jetzt eine Fleißarbeit. Und das machen wir jetzt erstmal auf der ganzen Länge. Ziehharmonika einmal hinten, einmal vorne umknicken, dass das so eine Ziehharmonika gibt. Wenn es ein bisschen ungleichmäßig wird, oben oder unten, bei so einer großen Länge kommt es vor, das schneiden wir zum Schluss dann wieder gerade. Die ganze Länge ist jetzt gefaltet und wenn ihr einfach so einen Streifen noch über habt, weil es wird manchmal ein bisschen ungleichmäßig, dann schneidet ihr den jetzt einfach nochmal ab gerade. Und dann ist es auch gut. Jetzt schauen wir, ob unten und oben gleichmäßig ist. Wenn es nicht ist, einfach nochmal mit einer guten, großen, scharfen Schere gleichmäßig schneiden. Auf der, bei der Länge kommt das vor, dass es ein bisschen ungleichmäßig ist. Und schon ist es okay. Wir haben jetzt die ganze Länge ziehharmonikaförmig geschnitten. Jetzt nochmal gut die Knicke ausstreichen, rechts und links, das ist wichtig. So, jetzt müssen wir die Unterseite verkleben. Dazu nehmt ihr am besten einen Flüssigkleber, macht so ein klein bisschen auseinander und streicht die einzelnen Blätter so ein bisschen ein. Besten, also damit müsst ihr euch jetzt viel Zeit lassen, dass ihr so ziemlich jeden Knick erwischt, weil die verdrücken sich auch noch zueinander mit dem Kleber. Aber das muss jetzt mal gut gemacht werden. So, überall schon angeben, so ein, zwei Millimeter hinein. Aber wie gesagt, der Kleber verteilt sich dann auch noch, wenn wir zusammengehen. So, dann drücken wir es zusammen. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen Tesa und gehen unten so einfach rundherum. So. Ganz schmal, so schmal wie ihr könnt, aber halten soll es trotzdem. So. Und dann, damit das austrocknen kann in Ruhe, einfach zwei Klammern nehmen. Und mal zuklammern und mal eine halbe Stunde warten, bis das trocknet. Auf der anderen Seite könnt ihr es euch jetzt spitz oder rund schneiden, wie ihr möchtet. Einfach, brauchen wir wirklich eine scharfe Schere dazu, eine Spitze reingeschnitten.
Das lassen wir dann trocknen. Und jetzt müssen wir nochmal genau das Gleiche machen, wenn ihr einen doppelseitigen Stern wollt, weil die Beleuchtung dafür kommt innen rein. Wenn ihr es nur an die Wand hängen wollt, dann reicht ein Teil. Wenn ihr so einen Raum oder ein Fenster hängen wollt oder ein schöner aussehen soll, brauchen wir zwei von den Teilen. Und dann macht ihr bitte jetzt nochmal das Gleiche. Ich habe dann schon mal eins vorbereitet, das lassen wir noch trocknen. So, und als Idee noch zum Dekorieren, ich würde das nicht bei jeder Falte machen, vielleicht bei jeder zweite, habe ich so einen Stanzer und dann kann man jede Falte einzeln nochmal stanzen. Muss man aber vorsichtig machen, nicht, dass man es ruiniert damit. Richtig weit runter und dann kann man sich so einen Stern reinstanzen. Dauert ein bisschen, sieht aber sehr schön aus. Aber ihr müsst gucken, dass dann die Sterne weiter unten sind. Aber wie gesagt, das nochmal so ein Tipp. Aber jede Falte dann einzeln. Für das Innenleben, für die Lichterkette, brauchen wir jetzt irgendeine durchsichtige Verpackung. Ihr könnt das auch auf Kunststoff nehmen, vielleicht von Pralinen, Herzpralinen. Dann müsst ihr halt nur eine kleine Öffnung reinbrechen in das Kunststoff oder bohren, damit das Kabel herauskommt. Eine Seite muss ich hier gut zukleben, die andere bleibt offen, weil ja unsere Lichterkette hineinkommt. So, das ist schon mal zu. Dann kann man es hier oben noch ein bisschen fixieren, ein bisschen ausschneiden, damit es ein bisschen stabiler wird. Aber jetzt hier so eine Aufhängung, die vielleicht schon drin ist, die würde ich auch auf jeden Fall lassen, weil da können wir dann prima die Lichterkette dran festmachen. Als nächstes müssen wir jetzt ein bisschen die Lichterkette reparieren. Wir brauchen auf jeden Fall eine LED-Lichterkette, die nicht heiß wird, und einen kleinen Wickeldraht. Weil wir die nicht aufeinander liegen haben wollen, die Lichtchen, sondern ein bisschen verteilt. Und dann nehme ich den Wickeldraht und mache ein bisschen Abstandshalter damit. Einfach so ein bisschen wickeln. So, ich habe hier eine 20er LED-Lichterkette. Also mir ist es hell genug. Das kann dann aber jeder entscheiden. Aber so machen wir dann ein bisschen Abstandshalter. Dann machen wir es in unsere Verpackung hinein. Erstmal verklebt und dann kleben wir den auf die Upcycling-Verpackung drauf. Und da seht ihr, so ein bisschen Abstandshalter und dann kommt es in die Box hinein. Die Lichterkette ist in der Box. Jetzt nehme ich einfach einen Bindedraht und führe den, weil ich ja schon die Laschen hier oben habe. Ansonsten müsst ihr euch mit Draht welche anbringen. Mache ich dann jetzt einfach so eine Aufhängung. Verdrehe mir das. Es geht jetzt am besten, bevor wir es aufbringen, nochmal oben verdrehen. Und dann habe ich einen langen Draht und kann es dann damit ins Fenster hängen oder in der Wand, an der Wand. Das liegt dann bei euch. So, jetzt richten wir uns schön aus. Die Box legen sie erstmal hin. Am besten jetzt auf dem Backpapier wieder. Ihr könnt hier jetzt mit einem Flüssigkleber oder einem Heißkleber weiterverfahren. Wir brauchen zur Verstärkung einfach jetzt mal einen Pappestreifen, so ungefähr 1,5 cm, 1,5 cm. Ich nehme da immer eine Verpackung so von einem Bettwäsche-Schlafanzug, was zu Hause ist. Auch eine Spitze oben dran schneiden. Dann legen wir uns das nach oben. So, und kleben jetzt erstmal hier den Streifen drauf. Der muss ein bisschen kürzer sein, so 2-3 mm kürzer. So machen wir es einfach und verkleben den dann hier als Hilfe nochmal mitten rein. So. Das stabilisiert und dann ist nicht mehr so viel Zug da drauf. So. Das lassen wir jetzt trocknen. Wenn ihr einen Flüssigkleber habt, müsst ihr jetzt nochmal warten, wieder Klammern dran, einmal rundherum, so 4-5 und warten. Ich habe den Heißkleber, das geht ganz schnell erstmal. Und dann wird der auf der anderen Seite mit unserem Streifen verklebt. Ganz herum. Und dann müssen beide Seiten zusammengeklebt werden und am besten dann wieder Klammern genommen und dann erstmal fixiert
bis er trocken ist. Hier seht ihr das, es muss hier zusammen. So haben wir es jetzt nach oben gebogen. Ich habe die Klammern dran gelassen. Und jetzt machen wir das andere Teil erst nochmal und dann lassen wir die beiden Teile wirklich erstmal schön in der Klebestelle trocknen. Jetzt kommt unsere Verpackung. Ich habe die Lichterkette jetzt nochmal rausgemacht, damit ihr das besser seht. Wenn ihr jetzt mit Heißkleber arbeitet, müsst ihr aufpassen, dass eure Kunststoffverpackung nicht durchbrennt. Es gibt wirklich feste, meine hier funktioniert, es gibt aber dünnere, da geht es nicht, dann müsst ihr mit dem Flüssigkleber arbeiten. Wenn ihr jetzt eine feste Kunststoffverpackung habt, so ein Hartplastik aus irgendeiner Süßigkeitverpackung, Pralinenschachtel oder so, dann dürfte es auch gehen. Wir bringen jetzt einfach unseren Stern, nachdem er getrocknet ist, auf diese Verpackung auf. Wichtigster Punkt, der festgeklebt werden muss, ist der Mittelteil des Sterns. Hier oben, das muss auf jeden Fall fest angeklebt sein, da müssen wir viel Kleber hinbringen und auch am besten auf den Stern den Kleber, dann wisst ihr genau, ihr habt es richtig. Und dann die Verpackung locker draufgelegt. Mit Flüssigkleber müsst ihr ein bisschen schnell arbeiten. Sorry, Telefon. So, ja, ich habe jetzt gerade das Pech gehabt. Eigentlich hätte ich es jetzt ganz schnell draufbringen müssen. So, und dann die Falten auch nochmal leicht einstreichen mit Kleber. Aber hauptsächlich das Mittelteil. Und da muss gut geklebt werden. Viel Kleber anbringen, gerade auf die Falten. Und dann kleben wir es an. Müssen ein bisschen warten. Und dann muss, wenn ihr es doppelseitig macht, noch das andere Teil auf die andere Seite drauf. Aber wir warten jetzt erstmal, bis es ein bisschen trocken ist. Man kann es auch ein bisschen hochheben, dann nochmal einzelne Ecken schön ankleben, fixieren. Und mit dem Flüssigkleber würde ich es wirklich mal eine Stunde liegen lassen und dann weiterarbeiten. Wie gesagt, jetzt deckungsgleich unser anderes Teil auf die Schachtel anbringen. Beim zweiten Teil könnt ihr jetzt auch den Flüssigkleber nehmen und wirklich mal die ganze Schachtel kreuz und quer mit Kleber einstreichen. Überall hin. Dann noch das Mittelteil vom Stern gut mit Kleber voll machen. Und dann bringt ihr das zweite Teil auf. Ich lege dann gerne noch mal so eine Pappe leicht auf und so eine leichte Verstärkung wie eine Zeitschrift oder so, weil der Stern hält dann nicht viel aus, aber so, dass ein bisschen Gewicht drauf kommt, damit der Kleber so gut abbinden kann. Hier siehst du nun den fertigen Dekostern, die Wanddeko, so wie du es benutzen möchtest. Und dann hoffe ich sehr, es hat dir gefallen und du schaust doch wieder mal rein. Und natürlich zeige ich dir den Stern jetzt auch ohne Licht. Wundervolle Zeit. Tschüss.